Dopa, was macht New World, hätte ich was gesagt. Dein Spielchen, was du mit Beutel zockst. Ich komme jetzt nicht drauf. Eden World. Nee, was? Ich hab einen. Schießt du? Ja. Also die Kristallinaura. Dann kann ich wenigstens die Triports benutzen. Kostenlos, sonst wirst du ja arm. Hä? Was denn jetzt? Alter, bist du bescheuert? Das ist negativ. Da liegt der. Hast du den erschossen? Oh, er ist runtergekommen. Hier hat er gehockt. Spieler, ja. Oder? Oh, das ist ein Spieler. Geil. Um 700. Der Kotzke ist wahrscheinlich im Strahl einfach mit einem Schuss geholt. Naja, zwei Schüsse habe ich gebraucht. Aber der erste, ja? Der zweite hat getroffen, der erste nicht. Nates. Da sag ich Nate schlecht. Das Grizzly ist ein Allround-Handy. Ja, konnte ja auch bloß meinen Kopf treffen, Alter. Eigentlich. Ich wollte doch sagen, ich hatte schwören können, dass ich da noch einen gehört habe. Ich war zwei Mann. Ich komme zu dir. Versuch's zumindest. Ballerst du hier rum? Nee. Rennst du da rum? Ich hab einen abgeknallt. Hier sind wir im Treppenhaus. Den hab ich abgeknallt. Also, ist noch einer drin? Ich bin im Bad, ich bin im Bad. Ich komm hoch. Ey, du verscheuchst ihn mir noch. Warte, ich mach mal 100 Meter. Das war ich. Niemals. Das warst du niemals. Na klar. Niemals. Da verwette ich meinen süßen kleinen Arsch. Er ist umgefallen, bevor du geschossen hast. Das habe ich genau gesehen. Was? Ich habe geschossen, dann war er tot. Und das mit dem SMG. Also Leute, nee. Ja, wir werden es gleich sehen. Ja, ich reg mich gar nicht auf. Ich hab schon. Das war doch schön wieder. Ich glaube, jetzt geht's schon in die zweite Woche, dass ich mit Benji nicht mehr spiele. Mit Klaus habe ich aufgehört zu zählen, aber ich denke mal. So, wartet, Jungs. Wir hatten. Hier. Bei Minute 22 ja. Und 24 habe ich den Skeff erschossen. Wie viel? Würde ich sagen. Ne, dann warst du das. Du warst das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, du warst das. 3 waren es, glaube ich, an der Tanke. Nein, du warst das. Ich weiß es deswegen, weil ich den anderen Typen hier weiß. Weil ich hab den erschossen. Stimmt, guck mal, das sind alle 3 Skeffs gewesen auf dem Dings, auf der Insel.
Ja. Mhm. Ja, also ich sehe das ja jetzt in meine Statistik, du warst es. Ha! Das fällt mir schwer, aber ich muss es leider zugeben, dass du es warst. Dir bleibt doch gar nichts anderes so übrig. Alles, es läuft. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Weißt du doch. Ja. Den Spruch kenne ich. Wieso kennst du den? Ja, sicher. Das ist ja Kult. Glaubst du nur, ehemalige DDR-Bürger kennen sowas? Ja. Auch hier im Westen kannte man die besten Sprüche. Die besten Sprüche aus dem Osten? Ich habe eigentlich erzählt, dass ich, als ich jung war, dass es eigentlich eine Kultsendung gab im Westen, mit dem keiner im Osten rechnet. Schießt einer schon? Nämlich der Schwarze Kanal, das haben wir uns mir gerne angeguckt. Echt, ja? Da freut sich. Da freut sich der Skeff. So, guck mal, vielleicht kommt er ja schon reingestiefelt. Du willst ihn anlocken? Ja, damit er kommt. Ist vielleicht schon längst gekommen, bloß anders als du es dir wünschst. Ich guck mal oben. Granaten raus! Und schmeißt du die hin? Schmeißt die auch vorne hin irgendwo. Ich schmeiß meine hin? Ja, Schwarze Kanal war Kult. Ihr habt DDR-Fernsehen geschaut. Der hat ja den Westen so dermaßen unrealistisch dargestellt, dass es echt Comedy-Charakter hatte bei uns. Hat jeder geguckt. Mhm. Als ich jung war, hat jeder geguckt. Das war einfach nur geil. Der Witz an der Sache war, glaube ich, ich weiß nicht, Eduard von Schnitzler hieß der gute Mann. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, er selbst war auch ein Westdeutscher, ein Westberliner, glaube ich sogar. Oder seine Frau. Ehrlich? Ja. Und, er durfte auch West-Berlin besuchen. Nun weiß ich nicht, ob seine Frau halt da eine Westdeutsche war oder er. Einer von beiden war es jedenfalls und die waren selbst regelmäßig drüben, sozusagen, wie wir es immer gesagt haben. Das ist ja noch Fahrrad. Ja, das ist richtig. Absoluten Affen. Hey! Habe ich ja nicht einen gehört, wie er sich gedreht hat? Ey, du warst in der Hütte. Du warst da drin rumgetobt. Am Arsch die Räuber. Ich guck mir das im Stream an, Leute. Ich guck mir das nochmal im Stream an. Der lügt doch schon wieder. Ich schick dich gleich in die Hütte. Das Gute ist halt natürlich, dass ich immer alles schwarz auf weiß habe. Was wurde gesagt? Ja. Wo ist jemand hingelaufen? Kann ja sein, dann, dass ich mich irre. Sage ich ja nichts, aber ich weiß mir trotzdem nochmal. Da ist er. Schön Headshot. Zack. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas gesagt zu haben von. Geh da nicht hin, da sind Sniper oder sowas. Der Satz ist mir viel zu kompliziert. Doch, du hast gesagt, die schießen von da. Geh da nicht hin, die schießen von da. Habe ich gesagt, ja, das ist ja der Grund, ich will da den Hügel gucken. Okay. Oder irgendwie so. Also jetzt, wörtlich weiß ich jetzt natürlich nicht, was ich ja gesagt habe. Ja, nee. Wir wollen es ja nicht auf die Goldwaage legen. Ja, sinngemäß habe ich gesagt, das ist ja der Grund, warum ich da hingehe. Alter Schwede, leg mich am Arsch. Hast du Grafikkarte gemacht? Ja. Wie geil, habe ich gesehen gerade. Geht da, ja. Wow. Oh. Siehst du, wow!
Was waren das überhaupt für Schüsse? Ey Leute, hier hat sich doch gerade einer gedreht hier. Du musst halt hochgucken, ob da oben einer ist und dann knallt dich hier unten einer weg. Bräuchtest viel mehr Augen. Und einen Rückspiegel. Ah, ich bin schon tot. Der hat mir einen Headshot gegeben. Oh Mann, ey, ich bin so ein Anfänger. Das war ein Fehler von mir. Das ist ein Spieler. Mhm. BP, Vorsicht. Soll er sich mein Loot nehmen? Mist, schade, man sieht nicht, ob ich ihn getroffen habe, weil wieder der ganze Schaden auf einen Haufen geklatscht wird. Aber ich habe einen fatalen Hit, 3 Hit-Counts. Also ich habe ihn 2-mal getroffen. Den Sniper habe ich ja mit einem Hit weggemacht und dann habe ich noch 2 Treffer gelandet mit der Mosin jetzt. Geil. Geil ist es. Wie Weihnachten. Generic Store war doch hier vorne. Auf mich. Alter, Leco Mio am Arsch. Alter, scheiße. Ach. Kommt angelatscht und lootet mich. Meine Scheißgranate hat einen Scheiß angerichtet. Habe ich noch welche? Ja, eine habe ich noch. Nein! Ich habe die hier reingeworfen. Ich trottel. Oh, da läuft was. Minus. Okay, das war aber ein Spieler, oder? Ja, gut. Keine Ahnung. Ja, der ist nicht gerannt wie ein Steph. Obwohl. Nee. Da oben die Tür ist auf. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Wo warst du beide? Noch hinter der Mauer? Nee, ich bin schon an der Drogenbude, also Richtung Drogenbude. Granate von mir. Von mir auch. Das muss den zerrissen haben. George Milowski. Wieso denn immer ich? Warum er denn nicht? Minus.
Mist hier, hätte ich so rausfeuern sollen. Schade, dass man ihn nicht mal aufheben kann. Da unten qualmt's. Was ist denn hier hinten los? Ich habe da hinten auch noch eine Rauchgranate. Eine grüne und eine andere hatte ich noch. Mummelt was? Hier kommt was gerannt. Quatsch, Smoking Weed hier, hat er gesagt. Wer hocht hier Weed? Was? Was? Ich hab kein Wort verstanden. Who smoking Weed hier, hat er gesagt. Ach so. Also, wer haucht hier Gras? Ach so, ah. Ach so. Wahrscheinlich. Das ist ein Scav. Das ist nur ein Scav, Leute. Okay, hier habe ich noch einen Scav reinhauen. Leute, ich bin jetzt auch drin. Ja, vorne an der Treppe. Alter, der hat mir okay. Voll den Arm geschissen. Hat's der kommt zu dir? Hinter mir, einer mit einer M4. Bin tot. Da sind noch welche, außen. Bin tot. Von hinten. Ja. Klaus, wo bist du jetzt? Außen an der Halle rechts. Ist doch klar, Alter. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich muss mich kurz verbinden. Aber irgendjemand ist hier zusammengeschossen. Ja, der von mir. Den müsst ihr pushen, den müsst ihr umlegen, den Hund. Wo ist denn der? Oben, unten? Unten, vor der kleinen Hütte. Irgendwas schießt auf mich. Klaus, warst du das? Nein. Max, warte, ich komme. Wo ist er? Wo bist du? Ich bin tot. Ich auch. Mist. Es kam einer von vorne durch den Gang und es kam einer von unten. Shit. Wir brauchen noch mehr Nebel, Mann.